Hallo, mein Name ist Eugen Dietzer und ich darf euch zum Orpheus Einführungsvortrag Näherungsmethoden begrüßen. Zunächst, Näherungen sind ganz essentiell in der Physik und treten an jeder Ecke auf. Es fängt an bei der Vernachlässigung der Reibung auf dem Tisch, bei der Vernachlässigung des Luftwiderstandes beim Fallen eines Körpers und findet auch Anwendung in der aktuellen Forschung. Zum Beispiel kann man das Alter des Universums in ein paar Zeilen abschätzen und ob man dann bei 13,8 Milliarden Jahren um ein paar Tage daneben liegt, ist dann auch egal. Aber lasst uns einfach beginnen und in diesem Video soll es erstmal darum gehen, die Grundlagen zu schaffen und ein paar Begriffe einzuführen, die im Umgang mit Näherungen sinnvoll sind und euch einen Ausblick zu geben, was auf euch im Seminar wartet. Fangen wir mit einem Beispiel an. Ein Auto der Masse 1000 Kilogramm fährt mit der Geschwindigkeit 36 Kilometer pro Stunde. Wenn man nun die Bewegungsenergie berechnen will, kann man das mit der allgemein bekannten klassischen Formel E gleich 1/2 mv² tun. Ich habe hier auch schon den Zahlenwert ausgerechnet. Das wären 50 Kilojoule in diesem Fall. Und nun könnte man meinen, man ist fertig. Aber nein, so ganz stimmt das nicht, denn nach heutigem Kenntnisstand ist diese klassische Formel nur eine Näherung der speziellen Relativitätstheorie. Und diese hätte folgenden Ausdruck. Vielleicht haben einige von euch den Ausdruck schon mal gesehen. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, hier taucht nun eine neue Konstante C auf, das ist die Lichtgeschwindigkeit und wir haben einen Ausdruck, der von der Geschwindigkeit abhängt und einen Gesamtenergieterm bildet und der andere hängt nicht von der Geschwindigkeit ab und bildet einen Ruheenergieterm. Das heißt, wir bekommen die kinetische Energie, indem wir die gesamte Energie minus die Ruheenergie nehmen. Und man sieht schon, das Endergebnis ist absolut gleich, bis auf eine Veränderung in der 14. Stelle nach dem Komma. Und klar, es gibt in der Physik Hochpräzisionsexperimente, die so eine genaue Theorie erfordern, wie zum Beispiel LIGO bei der Suche nach Gravitationswellen oder bei der Messung von Energielevels in Atomen. Aber in der normalen Alltagsphysik, in der klassischen Mechanik, reicht diese obere Formel komplett aus. Und man sagt auch, sie bildet eine sehr gute Näherung im Limes oder im Grenzwert für sehr kleine Geschwindigkeiten. Heißt also, wenn V gegen 0 geht oder beziehungsweise V sehr viel kleiner ist als C, die Lichtgeschwindigkeit, dann geht die relativistische kinetische Energie in die klassische kinetische Energie über. Und wie hängen diese beiden Formeln denn zusammen? Da gibt es wirklich einen mathematischen Formalismus und man kann wirklich den Ausdruck von der relativistischen kinetischen Energie in den Ausdruck für die klassische kinetische Energie überführen. Und das werden wir im Laufe des Vortrags und im Seminar ausführlicher behandeln. Ich habe hier auch angesprochen, V viel kleiner als C und es ist schwer zu sagen, was denn viel kleiner ist, aber man sagt, bei viel kleiner spricht man erst ab einer Größenordnung von 10. Also in diesem Fall Alltagsgeschwindigkeiten im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, die bei 300.000 Kilometer pro Sekunde liegt, ist natürlich V vernachlässigbar klein und je kleiner die Geschwindigkeit ist, desto besser ist die Näherung. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Ein Pendel schwenkt um seine Ruhelage. Wenn wir nun die Bewegungsgleichung aufstellen wollen, schauen wir uns zum einen den Beschleunigungskraftterm an und zum anderen die Kräfte, die wirken. In diesem Fall die Rückstellkraft. Wenn wir den Winkel Phi als
unsere Beschreibung des Systems wählen wollen, dann kommen wir auf folgende Bewegungsgleichung. Phi Punkt Punkt ist gleich minus g durch l mal Sinus Phi. Und diese Pünktchen, die beschreiben die Ableitung nach der Zeit in diesem Fall. So, und bereits dieses einfache System, diese einfache Differentialgleichung ist nicht mehr analytisch exakt lösbar. Und bereits hier brauchen wir eine Näherung, die uns diese Bewegungsgleichung lösbar macht. Und was man hier oft macht, ist, man sagt, okay, ich lasse das Pendel nur geringfügig schwenken. Das heißt, mein Winkel ändert sich nur minimalst. Also kann ich sagen, der Winkel ist viel, viel kleiner als 90 Grad. Und dann kann ich nähern, Sinus Phi ist ungefähr Phi. Und dadurch ergibt sich die allgemein bekannte Schwingungsgleichung, die folgende Lösung hat. Phi von t ist gleich eine Amplitude a mal Sinus Omega t plus einen Anfangswinkel, wobei Omega gegeben ist durch Wurzel g durch l. Wen das genauer interessiert, der sollte sich auf jeden Fall den Vortrag zur harmonischen Schwingung anschauen, wie auch den Vortrag zur speziellen Relativitätstheorie. So. Mit diesen zwei Beispielen haben wir nun zwei Fälle gesehen, in denen Näherungen wichtig sind. Zum einen vereinfachen sie uns das Leben im Umgang mit Gleichungen, bei denen das Endergebnis nicht so genau sein muss. Anstatt den Ausdruck für die relativistische Formel zu nehmen, können wir auch ein halb mv Quadrat nehmen und das gleiche Ergebnis bekommen, prinzipiell. Oder auch hier, wir nehmen als Näherung kleine Auslenkungen und erhalten dadurch eine lösbare Differentialgleichung für unser System. Das heißt, hier sind Näherungen auch sehr hilfreich. Was lernen wir denn nun im Seminar? Im Seminar werden wir zum einen lernen, wann und wie verwende ich Näherungen. Es gibt da auch fortgeschrittene Themen wie das Wegdiskutieren von Termen in Ausdrücken und das soll auch wohl gelernt sein. Dann werden wir uns eine Frage stellen, die wir uns bisher noch gar nicht gestellt haben und die ist, wie groß ist denn nun der Fehler, wenn ich Sinus Phi mit Phi nähere? Das hängt sehr mit dem mathematischen Hintergrund zusammen, den wir uns anschauen werden. Das ist zum einen die Taylor-Entwicklung und zum anderen die Restgliedabschätzung, wobei wir damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar haben wir zum einen ein Tool, mit dem wir uns ganz viele Näherungsformeln herleiten werden können und zum anderen aber auch eine Abschätzung für den Fehler haben, des Restglieds eben. Und mit diesem Wissen ausgestattet, werden wir uns dann an ein paar Beispiel-IFO-Aufgaben ranwagen und genau analysieren, woran kann ich denn erkennen, dass ich genau hier eine Näherung brauche. Und wir werden sehen, wie ich mit Näherungen in solchen Aufgaben arbeite. Bevor das Seminar anfängt, möchte ich euch einen kleinen Teaser der wichtigen Formeln geben, die wir uns herleiten werden. Und die man sehr oft in der Physik-Olympiade braucht. Das ist zum einen die Formel für den Sinus, die wir bereits kennen. Ich habe hier Phi mit x ersetzt, aber das soll nicht weiter stören. Und was hier noch wichtig ist anzumerken, ist, dass man immer zwei Sachen wissen muss. Zum einen die Näherungsformel selber, zum anderen aber auch, wann darf ich sie benutzen? Im Fall des Sinus für kleine x. Dieselbe Formel gibt es auch für den Cosinus, bloß ist der Cosinus für kleine x ungefähr 1. Und das kann man sich vielleicht auch veranschaulichen am Diagramm, wenn man Sinus und Cosinus aufträgt und sich nur einen kleinen Bereich um die 0 herum anschaut. Dann hat der Cosinus einen Hochpunkt und der Sinus geht durch die 0 durch. Und beide Funktionen sehen eben so aus, in Näherung wie die konstante Funktion 1
oder die lineare Funktion x. Und das ist auch genau das, was Näherungen im Prinzip machen. Sie linearisieren oder sie schauen sich eben einen kleinen Bereich an um diesen Entwicklungspunkt und geben uns eine erste Näherung dafür. Dann eine sehr oft verwendete Formel ist noch die Näherung für die Exponentialfunktion. Denn für kleine x kann man die Exponentialfunktion nähern mit 1 plus x. Eine weitere Formel, die wir oft brauchen werden, ist die Binomialnäherung. Und weshalb sie Binomialnäherung heißt, kann man sich vielleicht an folgendem Beispiel klar machen. Nehmen wir n gleich 2, dann bekommen wir 1 plus x Quadrat. Wenn wir das ausschreiben, steht da 1 Quadrat plus 2x plus x Quadrat. Wenn wir nun annehmen, dass x sehr klein ist, dann ist x Quadrat noch kleiner und man kann diesen Term dann wohl vernachlässigen. Und somit erhalten wir für 1 plus x Quadrat die Näherung 1 plus 2x. Und das verallgemeinert sich jetzt für alle beliebigen n's hier in dieser Binomialnäherung. Eine weitere Formel, die damit eng im Zusammenhang steht, ist die Bernoullische Ungleichung. Sie hat jetzt nun eine gewisse, also eine andere Klasse, denn das ist keine richtige Näherung, sondern eine Abschätzung, die aber auch sehr hilfreich ist in vielen Fällen und etwas schärfer ist als die Bernoullische, als die Binomialnäherung. Und man hat hier auch andere Voraussetzungen, denn für die Bernoullische Ungleichung muss x größer gleich minus 1 sein. Und n jetzt eine natürliche Zahl, also 0, 1, 2, 3 und so weiter. Im Gegenzug zur Binomialnäherung, in der man jede beliebiges n und x haben könnte, das die Voraussetzungen erfüllt. Und natürlich gibt es noch viel, viele mehr, die wir dann aber zusammen herleiten werden können. Und viele Gleichungen wird man mit der Taylor-Entwicklung herleiten können. Nun möchte ich euch eine Anwendung für Gleichung 11 zeigen, also für die Binomialnäherung, denn die kann man jetzt benutzen, um die spezielle Relativitätstheorie auf die klassische Mechanik zurückzuführen. Denn ich habe euch ja versprochen, wie hängen diese beiden Formeln zusammen? Das können wir jetzt beantworten. Lasst uns den Ausdruck für die relativistische kinetische Energie etwas umschreiben, denn die Wurzel kann man auch als Exponenten schreiben. Exponent 1/2. Und wenn die Wurzel im Nenner steht, dann erhalten wir als Exponent minus 1/2. So. Und wenn jetzt für kleine Geschwindigkeiten der Ausdruck v² durch c² sehr klein ist, und in diesem Fall ist er viel kleiner als 1, dann können wir die Binomialnäherung nehmen, also wie wir das vorher hatten. Der Exponent wird nach vorne gezogen, kann man sagen, und man vernachlässigt alle anderen Terme. Dann erhalten wir 1 plus 1/2 v² durch c². Und nun kann man sehen, dass sich mc² kürzt sich weg und es bleibt übrig 1/2 mv². Das heißt, die beiden Gleichungen, die beiden Formeln hängen durch diese Näherung zusammen für kleine Geschwindigkeiten v. Nun möchte ich euch noch ein paar IFO-Aufgaben zeigen, die Näherungen beinhalten und auf die ihr euch bis zum Seminar vorbereiten könnt und eventuell schon die gezeigten Formeln anwenden könnt. Das ist zum einen die Neutrinomasse. Die Aufgabe lautet: Bei der Explosion einer Supernova entstehen zwei Neutrinos, die mit einer Laufzeitdifferenz von 10 Sekunden die Erde erreichen. Man schätze die Masse eines Neutrinos nach oben ab, wenn die Energien der Neutrinos 10 Megaelektronenvolt
beziehungsweise 20 Megaelektronenvolt betrugen. Das ist eine Aufgabe aus der relativistischen Teilchenphysik und man hat hier den Hinweis, schätze die Masse eines Neutrinos nach oben ab. Und man wird feststellen, dass man hier die Bernoullische Ungleichung gebrauchen kann. Eine andere Aufgabe aus der Elektrostatik ist, man hat zwei statische Ladungen groß Q und eine Ladung klein q mit der Masse m, die zwischen den beiden hin und her schwingen kann. Und man hat auch hier in dieser Aufgabe einen Hinweis, dass die Auslenkungen sollen nur um ein sehr kleines Stück Delta x in Richtung der Verbindungslinie betragen. Und das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass man die Kleinwinkelnäherung für Schwingungen nehmen soll, aber auch eventuell Terme vernachlässigen kann in anderen Teilen der Rechnung. Und die dritte Aufgabe, die ich vorstellen will, ist eine etwas anspruchsvollere Aufgabe. Da geht es um Gravity Gradient Stabilization. Und da macht man Folgendes. Man nähert einen Satelliten als Hantel mit Masse M1 und M2. Und dabei merkt man Folgendes, dass sich der Satellit bei Drehung um die Erde immer versucht, entlang dieser Verbindungslinie vom Schwerpunkt des Satelliten zum Erdmittelpunkt auszurichten und dabei um diese Ruhelage oszilliert. Und auch hier in dieser Aufgabe hat man einen Hinweis, man soll annehmen, dass der Satellit viel kleiner ist als die Erde. Und das liefert einem auch wieder einen Hinweis darauf, dass hier Näherungen zu machen sind und wir werden herausfinden, wo genau denn diese eintreffen werden. So. Damit verabschiede ich mich bis zum Seminar und wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei den Aufgaben und bis dann.